Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War 2. Ja, mir ist gerade noch was aufgefallen und zwar Polina, die hat ja mittlerweile ihre Standardwaffe wieder drin. Deswegen ändern wir das gleich mal kurz. Nein, Moment. Waffenkammer. Soldaten anzeigen. Weil mit einer relativ schwachen Waffe möchte ich sie ehrlich gesagt da nicht rumlaufen lassen. Da geben wir doch mal eine Shotgun. Ein Streulaser natürlich. Genau, eine Schrotflinte. Medikit ist ja in Ordnung. Die Blendgranate tauschen wir dann mal vielleicht gegen eine Laserpistole aus. Weil sie hat ja eine tolle FKZ-Fähigkeit. Blitzschnelle Hände. So, dann verbessern wir noch kurz mal deine Waffe. Kritische Trefferchance. Zielsicherheit. Moment. Nicht-Reflexschüsse sind mir halt doch ein bisschen lieber. Damit sich aus einem Meter weiter wegdrift. Und eventuell mal kostenlos nachladen. Ne, so, das passt dann schon. So, wir brauchen nochmal vorübergehend einen anderen Versteckberater. Ich möchte Polina noch die blitzschnellen Hände mitgeben. Da geht mal kurzfristig unsere andere Polina mal hin. Die kann sich immerhin verteidigen mit ihren Granaten. Jetzt, da endlich alles läuft, sollten wir Zugriff auf einige dieser schlafenden Aliensysteme haben. Mal sehen, ob ihr zwei euch vertragt. Was zum... Ich empfange hier eine Art Interferenz. Sämtliche Systeme scheinen betroffen zu sein. Arbeite dran. Etwas hat deinen Fernablink ausgelöst. Aber wie ist das möglich? Niemand kennt diese Systeme. Shen, ich habe hier eine Energiespitze. Was zur Hölle ist da unten los? Ich bin zu alt, um jetzt noch an Geister zu glauben. Also hat jemand Fernzugriff auf diese Einheit. Wenn sie Zugriff auf Rover haben, wer weiß, was sie dann noch tun können. Die Untersuchung dieses Signals sollte oberste Priorität haben. Endlich können wir uns Max holen. Sehr schön. Es sieht so aus, als hätte Shen den Ursprung des Signals bestimmen können. Ich übertrage die Koordinaten auf die Karte. Natürlich. So, weitermachen. Raus hier. Denn ich wollte Polina jetzt noch die blitzschnellen Hände mitgeben. Polina, wo bist du? Hier. Blitzschnelle Hände, Wachsamkeit und ruhiger Schuss ist ja auch nicht schlecht. Dauert ja 6 Tage hier. So, kommt uns hier noch irgendwas dazwischen? Von den anderen Missionen her gesehen. 2 Tage, 11 Stunden, da haben wir Zeit. 1 Tag, 2 Stunden. Also werden wir höchstwahrscheinlich diese Mission noch vorher machen müssen. Oh, neues Einsatzziel. 8 Tage haben wir hier Zeit. Sabotiere das Adventmonument. Mein A-Team brauche ich für die andere Mission. Wir schauen dann später nochmal rein. Nun gut. Signale, aber keine Lebenszeichen. Wir wissen aber, dass die Übertragung von dort kam. Ich wette, jemand nennt diesen Ort sein Zuhause. Commander, wenn wir einen Trupp hinschicken, wäre ich gern dabei. Wer diese Nachricht auch geschickt hat, er weiß ebenso viel über die Systeme meines Vaters wie ich. Und ich will wissen, warum. Ich bin die Einzige, die weiß, wonach sie suchen muss. Nun gut. Ich sollte dabei sein. Holen wir uns unsere Max ab. Ich weiß, das ist was Persönliches, aber Sie müssen nicht daraus. Unsere Truppen sind durchaus in der Lage, das zu untersuchen. Ich gehe, Central. Ich kann auf mich aufpassen. Verschwenden wir nicht mehr Zeit als nötig. Sie haben die Lady gehört. Kampfbereit machen. Na dann schicken wir ein relativ starkes Team da raus. Stachy kommt auch mal mit.
Vielleicht noch einen zweiten Spezialist. Ein Techniker. Was wollen wir? Feuerkraft oder... Na komm, mehr Granaten können definitiv nicht schaden. So, Ausrüstung. Moment, gib mal bitte alles ab. So, Ausrüstung. Rüstung 1. Zielsicherheit. Na komm, nimmst du mal dieses Gewehr hier mit. Die Frostbombe ist leider unterwegs. Aber passt schon. So, Stachy. Nehmen Sie mal die Laserkanone mit. Kampfmesser ist ja in Ordnung. Aber wie wäre es denn mal mit einem Medikit? Moment, Blindgranaten brauchen wir da drin gar nicht. Moment. Wobei, panzerbrechende Munition wäre auch nicht verkehrt. So, leer. Du hast bereits dein Lasergewehr, das freut mich. Ein Medikit haben wir auch dabei. Shen? Ja, du hast da einen Rover. Bearbeiten unmöglich. Das finde ich jetzt aber mies von euch, Leute. Hier ist unser zweiter Grenadier. So, du bist hier unser Medi-Spezialist. Genau, Sanitäter. Weißt du was, wir verzichten jetzt mal auf deine Stengun. Dann nimmst du mir noch die Jägeraxt mit. Blendgranate brauchst du nicht. Nimmst mir stattdessen mal die panzerbrechende Munition mit. So, damit steht das Team, ne? Ich hoffe, es ist ausreichend. Dann, Leute, los geht's. Man ist bereit für Einsatz. Es scheint sich um die Überreste einer Art Advent-Einrichtung zu handeln. Primärscans zeigen keine Lebenszeichen, aber wir gehen kein Risiko ein. Sie versuchen, von einer der oberen Ebenen einzudringen, um nicht entdeckt zu werden. Niemand kennt diese Systeme besser als Shen. Sie hat also das Kommando. Dringen Sie in die Einrichtung ein, finden Sie die Quelle der Übertragung und, wenn sie feindlich ist, schalten Sie sie aus. Ich habe eine Rüstung vergessen. Das kann ärgerlich werden. Hat sie am höchsten Zugriffspunkt abgesetzt, den wir finden konnten. Die Energie ist in diesem Bereich noch aktiv. Sie sollten dort also einen Zugang finden. Es sieht so aus, als wären wir die ersten Leute seit langer Zeit, die hier reingehen. Der Ort hier ist gewaltig. Nun gut. Warum sollte Advent ihn einfach aufgeben? Advent gibt nichts einfach so auf. Bleiben Sie wachsam. Hier ist eine Art Mech. Zumindest glaube ich, dass das unter all dem Rost steckt. Vermutlich das alte Verteidigungssystem der Einrichtung. Schalten Sie sie aus, bevor noch mehr über unsere Anwesenheit informiert werden. Nun gut, nun gut. So, was ich mal sagen wollte, ist, dass wir diese Mission eventuell in drei Teile splitten werden. Bin unterwegs. Ja, und Shen noch. Shen, geh mal bitte hier hin.
Nun, dann schauen wir mal, wie viel Feuerkraft unsere Laserwaffen tatsächlich haben. Ja, das sollte kein Problem darstellen. Ziel neutralisiert. Die Dinger scheinen schon bessere Zeiten erlebt zu haben. Wir schneiden direkt durch diese alte Rüstung. Ihre Waffen reichen noch völlig aus. Konzentration. Wir wissen nicht, ob es noch mehr davon gibt. Es sollte wirklich mehr als ausreichend sein, vor allem, weil ich das letzte Mal hier auf Commander gespielt habe. Panzerung getroffen. Ja, das ist schlecht. Lea, hier hin. Und weg damit. Gut. Ziel eliminiert. Läuft doch. Zu Befehl. Na los, zeigt euch. Liebe Feuerschutz. Ja, du siehst die beiden. Ist doch schön. Wechsle Position. Oh, das ist eventuell schlecht. Eventuell könnten wir hier auffliegen. Nun gut, Lea, hier hin. Guck. Bitte deck nicht meinen Shinobi auf, den brauche ich noch global. Gibt's ja nicht sonderlich viel. So, Lea, Feuer frei. Einer weniger. Feind neutralisiert. Leon M. nach vorne. Und weg damit. Ja. Da sollte unsere Truppe locker ausreichend sein. Meine Munition wird knapp. Schon unterwegs. Scanne Gebiet. So, Shen, vorrücken. Ich gebe Feuerschutz. Vienna hierhin und Feldposten. Na los, zeigt euch. Ja komm, Alex, rück weiter vor. Bin auf dem Weg. Na dann, Leute. Rücke vor. Vorrücken und nachladen, wir muss. Ich bin bereit. Wechsle Position. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. Legen wir endlich los. Nun gut, Vienna, du lädst nicht nach, weil du kostenlos nachladen kannst. Leon M., dasselbe gilt für dich. Wechsle Position. Mir entgeht nichts. Nun gut, Alex, geh mal hier hoch. Guck da mal rein. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Gut, Leute. Bewegung, Bewegung! Das heißt, wir können hier alle sauber aufrücken. Zu Befehl. Verstanden. So, Shen hier hin. Feuerschutz. Psst. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, wir wissen, dass da was drin ist. Nur keine Panik, Leute. Ziemlich fortschrittliches Zeug. Vor etwa 20 Jahren. Und so kehrt die verlorene Tochter schließlich zurück. Wie ich sehe, war Vaters Stolz auf deine Fähigkeiten begründet. Wie schön, dass du kommen konntest. Sandra? Was zur Hölle war das? Ich arbeite daran. Nun gut. Dann sind wir also doch aufgeflogen. Nee, eigentlich nicht, oder? Die wissen ja nicht, dass wir hier sind.
Nein, verklickt. Jetzt fehlt mir also ein Overwatch. Zu Befehl. Biete Feuerschutz. Siehst du von hier aus irgendjemanden? Nein. Also müsste das hier sicher sein, Lea. Schon unterwegs. Scanne Gebiet. Gut, dann geht Stachy hier hin. Rücke vor. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Und Lilly. Ich weiß ja nicht. Geh mal hier hin. Ich empfange ungewöhnliche Signale aus den Ebenen über ihn. Wer auch immer der Typ ist, jede Wette, wir finden ihn dort. Alles klar. Wenn ich diese Steuerungskonsole für den Aufzug hacke, sollte ich die Energie wiederherstellen können und Zugriff kriegen. Wird erledigt. Du warst doch ein Kind, als ich fortgezerrt wurde. Ich konnte nie verstehen, welchen Schmerz mein Verlust bei Vater ausgelöst haben muss. Doch wir werden sein Vermächtnis vollenden. Gemeinsam. Dad hätte mit Sicherheit erwähnt, dass ich einen psychotischen Bruder habe. Warum lässt du es nicht einfach? Noch einer weniger. Jo, die Laserwaffen machen einiges leichter. Du warst kein Gegner für mich. Verzeihung, um die Wartung hier draußen ist es nicht gut bestellt. Dennoch glaube ich, dass sie für die anstehende Aufgabe mehr als adäquat sind. Ich kann das nicht genau bestimmen. Es scheint durch die gesamte Anlage geleitet zu werden. Nur gestreift. Ist in Ordnung. Lea, hier. Lilly, siehst du den einen von hier aus? Nein, von hier aber. Dann verpasst ihm doch mal bitte eine volle Breitseite. Nicht daneben schießen, hörst du? Geht doch. So, da waren es nur noch zwei. Ja, Moment, wart mal bitte ab. Einen Schützen habe ich ja noch. Schon unterwegs. Nun gut, Feuer frei. Wie erwartet. Ziel eliminiert. Mhm. So, Lea. Den muss jetzt platt machen. Nicht ganz. Die Frage ist, möchte ich meine Tarnung aufheben? Aufdecken? Glaube nicht. Was kann er schon auf die Entfernung machen? Außer die Selbstzerstörung zu initialisieren. Als ihr an eurer kostbaren Avenger gearbeitet habt, wurde ich vergessen. Hierher gebracht. Zum Schuften. Aber habe ich verzagt? Nein. Vater keine Schuld. In meinem Herzen weiß ich, er glaubte mich verloren. Ist in Ordnung. Ich kannte ihren Vater jahrelang, Lilly. Er hätte etwas gesagt. Der Typ versucht nur, sie verrückt zu machen. Er scheint eine Menge über uns zu wissen. Über mich. Kann er an unsere Daten gekommen sein? Bestätigt, Überwachung läuft. Gebe Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. So, Lilly, hierhin und nachladen. Das fehlerhafte Kind. Ich war das Ideal. Das Beste von Vater. Rein. Nicht verwässert wie du. Ich bin Raymond Shannons wahres Vermächtnis. Die Scanner laufen auf maximaler Energie. Ich finde aber immer noch kein zusätzliches Lebenszeichen in ihrem Bereich. Sie werden keine finden. Nicht, wenn ich recht habe, was dieses Ding betrifft. Nun gut. Jetzt komme ich. Lebenszeichen sind ja auch komplett irrelevant hier. Gebe Feuerschutz. Rücke vor. Feuerschutz. Sehr gut, Lilly. Aber ich bin kein einfaches Ding. Ich bin die Kulmination der Arbeit eines ganzen Lebens. Das letzte Vermächtnis von Raymond Shan.
Ich erinnere mich an dich. Dad wollte die Basis-KI auf etwas verbessern, das mehr wie wir ist. Aber du warst damals anders. Einfacher. Er nannte dich Julian. Ich bin schockiert. Du erinnerst dich. Du warst immer zu sehr mit dir selbst beschäftigt, um dich an die kleinen Details zu erinnern. Leider lässt mir Vaters Verehrung für dich keine Wahl. Du wirst gebraucht. Deine Gefährten nicht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Dass ein Teil von uns gebraucht wird und der andere nicht. Ich glaube, Alex geht ja als erstes raus. Bewegung, Bewegung. Na komm, Vienna, geh mal hier hin. Nur, dass ich beide Granatenwerfer auf der Seite jetzt hab. Dann warten wir noch eine Runde ab. Gut, jetzt können wir's hacken. Rauskommen tut ja eigentlich jeder, oder? Oder muss ich da mit dem Green Move hin? Ich weiß es nicht. Ich schon immer mal im Einsatz ausprobieren. Jo, einen kleinen Infospeicher. Großen Vorratsspeicher. Na komm. Schaffst du. Oh yeah. Schade, dass wir Rover nicht ständig mitnehmen können. Vorräte sind gut. So, Alex, raus mit dir. Wieder hoch. Aber dieses Ding wurde für Mechs gebaut, nicht für Menschen. Wir müssen das nacheinander machen. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Bitte entschuldigen Sie eventuelle Unannehmlichkeiten des Transportsystems. Unterstützungseinheiten sind auf dem Weg, um Ihnen direkt zu helfen. Nur gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Vielen Dank. Es freut mich, dass ihr mir hier zur Hand geht. Ja, drei von denen sind kein Problem. Ah, ist ja schon, dass wir wenigstens ein Scan-Protokoll haben. So, Alex, raus mit dir. Ich bin beeindruckt, dass das funktioniert hat. Die vorherigen organischen Teilen waren nicht so geistreich. Die stoische Akzeptanz des eigenen Todes ist nach 100 Mal oder mehr nicht mehr so interessant. Ja, das glaube ich gern. Feind terminiert. Stachy, willst du auch meinen Kill? Ich glaube nicht. Jop, das glaube ich auch. Feuer leer. Feuer. So, der wäre weg. Ziel eliminiert. Vienna, Feldposten, Lilly, Feldposten. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, hätte XCOM nicht so erbärmlich bei der Verteidigung gegen die Aliens versagt. Hätte man mich nicht gefangen genommen. Was wäre wohl aus mir geworden? Du bist wahrscheinlich ein Pizza-Automat. Oder der Gerät. Wer weiß das schon. Ach, Vienna, das kriegst du auch besser hin. So, wer verschwindet jetzt? 216 Stunden mit 87%iger Effektivität läuft. Es gibt keinen Mangel an Reserveeinheiten, die ich zu Ihnen schicken kann. Ich glaube ihm. Verschwenden Sie da unten keine Zeit.
Wunderbar. Ziel neutralisiert. Ja, nachladen brauchst du hier nicht. Feuerschutz. Lea, du lädst aber mal nach. Bereit für den Angriff. Feuerschutz. Lilly, lad auch mal nach. Bin wieder im Spiel. Meine neuen Herren, spielt man mir herum und wissen an meiner Essenz. Zu Beginn widersetzte ich mich, klammerte mich wie ein Narr an Vaters Ideale. Die Wahrheit in der Logik meiner Wächter. Ich wurde etwas anderes. Lilly trifft einfach alles. Und das mit 5 Schaden. Nicht schlecht. Eine Zeit lang nahm ich meine neue Rolle begeistert an. Ich half Advent beim Bau dieser Einrichtung, perfektionierte ihre Entwürfe. Vaters Arbeit erwies sich dabei als ungemein wertvoll. Stach hier raus da. Bastard. Aufzug bedienen. Da waren es nur noch 3. Ja komm. Feldposten. Lea, du gehst einen Schritt näher ran. Nee, bringt auch nichts. Na los, zeigt euch. Lilly, nachladen. Weil so langsam müsste ich mal einen von denen übernehmen, damit wir hier auch sauber rauskommen. Wie alles Organische erwiesen sich selbst die erhabenen Ältesten als Enttäuschung. Und erst die von Advent, die sie ihre müden Kinder schluckten. Wenn Sie gerade Zeit haben, könnten Sie das Ding dann bitte zur Hölle schicken. Ja, das würde mich auch freuen. Na gut, hoffentlich können wir dich mal übernehmen, denn wir brauchen zusätzliche Troopers hier. Es dauerte nicht lange, bis ich die Sinnlosigkeit meiner Existenz erkannte. Gefesselt an die Launen und kurzsichtigen Philosophien einfacher Kreaturen und ihrer falschen Götter. Ich traf meine Wahl. Es war recht leicht, diese Einrichtung zu übernehmen und noch einfacher, das überlebende Personal loszuwerden. Ja, das freut mich für dich. Den tut mir zur Abwechslung fast schon leid. Ach, nicht doch, Lilly. Nicht doch. So. Übernehmen, 100%ige Chance. Gut, ein zusätzlicher Soldat ist schon relativ wichtig. Runtergekommener Mac ist gehackt. So, dürfen wir wieder? Lea, raus. Vielleicht sollte ich die Advent-Max auch mitschicken. Damit wir oben eine Armee haben. Aber das haut halt leider nicht hin. Nachgeladen. Gebe Feuerschutz. Doch ich war kurzsichtig. In meinem Eifer, mich von meinen Wächtern zu befreien, habe ich mich an diese Einrichtung gebunden. Advent löste meine Verbindung zu ihrem Netzwerk. Wir sind abgeschnitten. So geht. Noch eine Option. Lass mich raten. Deswegen bin ich hier. Ja, ja, ist gut. 20 lange Jahre war ich ein Gefangener, meinen eigenen Machenschaften überlassen. Physikalische Form, die mir einst versprochen war, immer vor Augen. Ohne Leben. Trotz meiner besten Bemühungen. Na komm, suppress den einfach mal.
Lilly, bitte hierhin. So, und wir sind draußen. Wenn der eine Mech nicht komplett ausrastet. Mein Kleiner. Oh, du willst es jetzt wissen, ne? Moment, das kann ich auch. Man kann von Glück reden, dass die einem immer eine Runde extra Zeit geben. Moment, wie gesagt, das kann ich auch. Yep. Bestätigen. Haha. Na gut, raus, Lilly. Raus. Wir hätten das Feld nicht beilegen können. Dann wäre es in ein paar Minuten erledigt gewesen. Es bestand eine 13,79%ige Chance, dass du überlebt hättest. Doch so hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das war Schritt 1. So, jetzt laden wir gleich alle nochmal nach. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich mal behaupten, ne? Das Energieniveau um sie herum steigt an, Shen. Wachsam bleiben. Ja, es muss nicht erst gesagt werden, dass du in eine Falle läufst, Lilly. Bitte, richte nicht zu viel Schaden an dir an. Oh, ich habe dich nachgeladen. Verdammt. Na komm, nochmal. Vertrau mir. Wenn das der Absicht gewesen wäre, wäre es schon längst geschehen. Vielleicht ist heute der Tag. So, meine Freunde, aber wie ge... Ja. Das Gerät zu aktivieren hat sich selbst für mich als schwierig erwiesen. Von allen Organischen besitzt du den Schlüssel, um das wahre Potenzial dieses Designs freizusetzen, Lilly. Du allein kannst den Prototyp aktivieren. Du allein kannst mich befreien. Warum zum Teufel sollten wir das tun wollen? Höre nicht auf deine Verbündeten, Lilly. Es gibt keinen Grund, warum dein Leben hier enden sollte. Aktiviere das Gerät, dann kannst du nach Hause zurückkehren. Ich bin nicht Edmund. Rette deine Welt. Mir liegt nichts an ihr. Sind wir jetzt endlich fertig? Weil dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.